Wie man schon hören kann, hier ist hinter uns schon eine Bombenstimmung, eine tolle Stimmung hier, weil die fröhlichen Dorfmusikanten aus Ballenberg schon kräftig einheizen hier bei der vierten Distelhäuser Nacht der Blasmusik. Wir sind selbst überrascht, wenn wir zurückdenken hier, wie vor 5 Jahren hier diese IG geboren wurde. Aber die Entwicklung, die diese Veranstaltung seither genommen hat, hat uns alle überrascht. Und heute sind wir sehr stolz, dass wir wieder hier volles Haus haben. Oder Thomas, wie sieht's aus? Ja, lieber Roland, ich weiß auch, wie wir uns damals Gedanken gemacht hatten, was können wir für eine Veranstaltung an die Clubfete dranhängen. Und wie wir dann vorgeschlagen hatten, eine Nacht der Blasmusik zu machen, wurden wir anfangs belächelt. Und ja, Blasmusik, alter der Ruf voraus, alt und verstaubt zu sein. Aber wie man hier sieht, wie man Menschen jung und alt für Blasmusik begeistern kann, zeigt das doch, dass wir auf dem richtigen Weg waren, Roland. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin selber auch immer sehr positiv gestimmt, wenn man auch sieht, dass sehr viele junge Menschen hier den Weg zur Blasmusik gefunden haben und auch heute wieder hier ihre Fans begrüßen, weil ja auch viele mit den Kapellen mitreisen und bei jeder Veranstaltung auch dabei sind. Musik.